Jahrelang war Diana Burnwood mein Handler innerhalb der Agency. Sie lieferte Informationen und stand für Diskretion. Und ich für Perfektion. Wir haben uns vertraut. Dann, am 10. August, zwang Diana die Agency in die Knie. Sie löschte alle Konten, kappte alle Kommunikationswege, ließ die Agenten auffliegen und nutzte das Chaos, um unterzutauchen. Nun hat die neu formierte Agency sie aufgespürt und mir den Auftrag erteilt. Eines Tages werde ich das alles vergessen haben. Aber bis dahin mache ich meinen Job. Diana, sie redet ständig von ihm. Von ihrer ersten Zusammenarbeit zum Beispiel. Die Geschichten mag ich am liebsten. Manchmal wäre ich gerne wie er. Ich weiß, dass er schlimme Dinge tut. Richtig schlimme sogar. Aber ich denke, man kann gut und böse gleichzeitig sein. Wenn er etwas tut, um jemandem zu helfen, ist es doch gut, oder nicht? Meine Damen und Herren, herzliche Grüße hier zur allerersten Folge von einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Wir spielen heute unsere erste Runde Hitman Absolution. Wir machen natürlich genauso weiter hier auf diesem eigentlich Retro-Blog, wie wir bisher hier fortgeschritten sind. Und zwar mit der Hitman-Reihe. Teil 5 steht an. Lasst uns gar nicht viel drumherum reden. Falls ihr das Projekt unterstützen wollt, würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben freuen. Lasst uns loslegen. Wir starten ein neues Spiel. Hallo? Kommt da noch was? Oder ist mir das Spiel jetzt gleich abgerauscht? Nein. Alles cool. Bis gleich. Hör mir zu. Mach ich. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Ein bisschen in die Jahre gekommen. Der gute Agent 47. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So viel zur Grundprämisse von diesem Spiel, aber es geht ja noch weiter offensichtlich. 47? Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer. Sie müssen nichts erklären. In Ordnung. Viel Glück, 47. Sir.
Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg. Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? Der hier drinne, der Partner. Bei diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. Regel Nummer 1: Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen. So, meine Damen und Herren, und damit willkommen im Tutorial von Hitman Absolution. Man kann jetzt schon sehen, ja, es liegt ein wenig Entwicklungszeit zwischen Hitman 4 Blood Money, unserem letzten Hitman-Projekt, und diesem wunderschönen Spiel. Um genau zu sein, es sind 6 Jahre. 2012 kam das gute Stück auf den Markt. Ne, Entwicklungszeit, die man dem Spiel wirklich ansehen kann, finde ich. Auch spielerisch ist es erste Sahne, wie eh und je natürlich. Und zum ersten Mal so wirklich von A bis Z inszenatorisch in Szene gesetzt. Auf, lasst uns loslegen, nachdem wir hier nochmal ganz kurz die Aussicht genossen haben von Chicago. Unser erster Auftrag, unser Tutorial-Auftrag hat es gleich schon wirklich in sich. Kann ich mir das Briefing angucken? Das Briefing? Wie Briefe? Ne, leider gar nicht. Egal, dann machen wir erstmal weiter. So, F1, Notpunkt davon, um Einsatzziele einzusehen. Ja, genau das hatte ich vor. Dankeschön. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen. Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Von jetzt an werde ich sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. So, da geht's schon los. Ja, wir müssen Diana erledigen, unsere ehemalige Operatorin. Mein lieber Scholli, das hat sie wirklich in sich. Aber wie er gerade gesagt hat, wir werden sie ab jetzt nur noch als Zielperson bezeichnen. Ihr Tod ist gerechtfertigt. Sie hat die Agency verraten, unseren Arbeitgeber, der durch diese Aktion zerschlagen worden ist, aber sich wieder neu reformiert hat. Und für die sind wir jetzt gerade hier aktiv im Geschehen. Gelände des Anwesens betreten, sich Zutritt über das verstärkte Haupttor zu verschaffen, ist wenig erfolgversprechend, aber laut der vorliegenden Informationen gibt es einen zweiten Zugang über die Gärten und das wollen wir machen. Hier gibt es noch so einige Herausforderungen, die man erfüllen kann, indem man seinen Spielstil gewissen Faktoren anpasst, halte ich nicht viel von. Ich möchte einfach mit den Situationen hier dealen. Wir möchten die Reality facen. Auf. Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann sie sieht, verhaftet er sie. Versuchen Sie also unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. Mach ich. So mit C schleichen wir. Mit Leertaste gehen wir in Deckung. Sind Sie für okay. Ihre Gegner schlechter zu sehen. So, halten Sie STRG, um interessante Objekte anzuzeigen. Setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Okay, mit Y wechseln wir die Deckung. Wow, runter ist wieder, runter. Das ist ein bisschen fummelig, muss ich sagen. Die Tasten sind. Werfen Sie den Schraubenschlüssel nicht auf allzu die gut eine, verteilt. Um die Wache abzulenken. Das könnte aber auch daran liegen, dass hier für dieses Spiel die Xbox, die uralte Xbox 360, natürlich eine der besten Konsolen aller Zeiten, für dieses Spiel Lead-Plattform war. Und
und für die Umsetzung für den Computer nicht allzu viele Ressourcen draufgegangen sind. Das könnte es sein. Muss es nicht. Meine Theorie dazu. Ausgezeichnet. Schlüpfen Sie vorbei, solange die Wache abgelenkt ist. Ja, mache ich. Ja, mache ich. Ja, neues Spiel, neue Steuerung, neues Glück. Vorsichtig, vorsichtig. Wenn er hier vorbeigelaufen ist, ziehen wir an ihm vorbei. Deckung wechseln. Das ist aber sehr unmöglich gemacht, finde ich. Wirklich sehr unangenehm. Von der Deckung weg. Nochmal Leertaste und dann gehen wir erstmal weiter. So, drücken Sie 1, um die Silverballer auszurüsten, um und um zwischen einer der zwei Waffen umzuschalten. Wenn Sie zielen, zielen Sie auf den Kopf. Erhöhen Sie dann Ihre Präzision, indem Sie Ihre Waffe stabilisieren. Sauberer okay. Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Machen wir. Ist gebongen, Diana. B für schleppen. Boah, ist aber echt wirklich. Also, kann ich die Tasten wechseln, dass ich das so habe wie in Blood Money? Die Leiche ist versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere. Stecken Sie Ihre Waffe weg. Wie stecke ich die Waffe weg? Das Mausrädchen klicken. Okay, ich wechsle mal wieder zur Klavierseite. Schalten Sie den Wachmann vor Ihnen mit der Klavierseite aus. Jo, machen wir. Haben wir vor. Kann ich denn direkt aus der Deckung heraus... Direkt aus der Deckung heraus schleichen? Aber unser Job wäre wesentlich einfacher, wenn wir wüssten, was hier läuft. Over and out. Cool, sagst du. Sauberer Kill. Mit der Klavierseite können Sie Ihr Opfer sofort wegschleifen. Oh, das ist ja super. Stimmt, ich erinnere mich dran. Hitman Absolution habe ich schon mal gespielt gehabt, aber nur so ungefähr bis zur Hälfte, damals auf der 360. Ich habe es irgendwie aus den Augen verloren gehabt. War eine schnelllebige Zeit damals. Das finde ich aber ganz cool, muss ich sagen, dass man den Drosseltypen direkt mit der Klavierseite wegziehen kann. Wie? Achso, da sind ja jetzt zwei drin, der Kopfschuss und der andere auch noch. Dann wollen wir mal weiter. Kaffeetasse, nimm mit. Was für die Ablenkung. Die konnte ich nochmal werfen. Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nichts. Sehen Sie die Wachen, die überall im Garten verteilt sind? Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen! So, mit Rechtsklick werfen wir, aber ich glaube, wir können den auch ohne Waffengewalt, können wir die ausschalten, die Typen. Die können wir ohnmächtig machen und wenn wir sie dann noch verstecken, dann bezieht sich dann das nicht auf unsere spätere Bewertung. Das ist sowieso so ein bisschen krude gemacht hier mit der Bewertung in Absolution. Eigentlich das Aushängeschild für die Hitman-Reihe seit Teil 2, seit Silent Assassin. Da haben sie meiner Meinung nach ein bisschen zu viel dran kaputt gebastelt. Ablenkung, ein präziser Schuss oder die Klavierseite. Sie haben die Wahl. Okay, weg von der Wand. Und wir wollen ihn ruhig stellen. Ausschalten oder töten. Sie haben die Wahl. Nur ruhig stellen. Nur ruhig stellen. Na komm, stell ihn ruhig. Auf alle Fälle wacht er nicht so schleppen schnell wieder B. auf. Warum B? B. Naja, egal. Egal. Fallen lassen. Wieder mit B. Nimm die Tasse wieder raus. Nimm die Tasse mit. Wir schleichen hier durch. Ist hier noch jemand? Ja, da vorne ist noch einer. Warten Sie und hören Sie zu, was die Leute um Sie herum sagen. So erhalten Sie manchmal wichtige Informationen. Oder erfahren, wenn die Luft rein ist. Ich weiß dein Mitgefühl echt zu schätzen, aber... Denk an meine Worte, Junge. Du solltest dir einen anderen Job suchen. Benutzen Sie Ihren Instinkt oder das Radar, um den Ausgang zu finden. Dieses Reisebüro hat nur zwei Ziele. Tod. Ach, da drüben, okay, auf dem Radar. Nein! Kannst du sicher sein, dass es ständig... Was denn jetzt? Hat er den anderen gefunden? Eine Leiche wurde gefunden. Nein! Jetzt sind die Wachen aufmerksamer. Wo ist er denn? Der hat ihn, genau. Er hat ihn gefunden. Damn! Nicht so geil. Nicht so geil. Na! Vorsichtig, vorsichtig. Misstrauen ist angesagt.
Wir hauen erstmal ab. Das ist hier ein mehrteiliges Gebiet. Ich glaube, es ist nicht allzu gut, wenn wir mit Misstrauen oder Alarm von einem Gebiet ins andere gehen, aber so wirklich schlimm ist das jetzt auch nicht. Gerade jetzt hier im anfänglichen Übungsgebiet ist das noch nicht der Fall. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bewegung. Kaffeetasse mit Filetiermesser austauschen. Na, sehr schön. Der Job ist ungefähr so spannend, die Farbe beim Trocknen zuzusehen. Aber wenigstens ist das Essen gut. Waffen mit Klingen und Spitzen können mit tödlicher Wirkung geworfen oder zur Ablenkung benutzt werden. Konzentrieren Sie sich auf ein Ziel. Sauberer Kill. Sie können die Leiche über die Brüstung werfen. Euch vor. Gute Idee. Schleppen. Schleppen. Und wir werden ihn los. Aber man merkt wirklich hinten und vorne, dass das Spiel für die Konsolen damals entwickelt worden ist. Wirklich schade eigentlich, dass die Tastatursteuerung gerade so ein bisschen verhunzt ist. Mal gucken, vielleicht wechseln wir im Laufe des Spiels zur Controllersteuerung. Macht sich, glaube ich, ganz gut. Wie schubse ich ihn da rüber? Das zeigst du mir bestimmt gleich an, ne? Stoßen! Hat er seine Schubsphobie, sein Schubsdefizit überwunden, der gute Agent? Um unbemerkt in das Gewächshaus zu kommen, brauchen Sie eine Verkleidung. Besorgen Sie sich eine Verkleidung. Sie sind jetzt als Gärtner verkleidet und dürfen sich im Gewächshausbereich frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Gärtner Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Wenn Sie das Gewächshaus betreten, kommen Sie dem Gärtner sehr nahe. Falls er misstrauisch wird, können Sie ihn mit Ihrem Instinkt austricksen. Tricksen Sie den Gärtner aus. Schon mal was von persönlichem Freiraum gehört? Da unterhalten wir uns später nochmal drüber. Sie werden keinen Verdacht schöpfen, aber Sie sollten die Augen nach anderen Gärtnern offen halten. Ja, das ist hier so eine Sache. Also, die jeweiligen Verkleidungen. Hey. Die jeweiligen Verkleidungen können nur von den Leuten durchschaut werden, die ebenfalls die gleiche tragen. Sorry, Mann. Neue Regeln. Wie Diana es gerade erklärt hat. Toll. Ganz toll. Irgendwann bringe ich diese Wartungsklausel. Ein Gärtner ist hinter Ihnen her. Benutzen Sie Ihren Instinkt. Die Wachen sind erledigt. Dadurch haben Sie etwas Instinkt regeneriert. Yay! Vorsichtig, vorsichtig. Denen Leute ist das, glaube ich, egal. Leben zu lassen ist sauberer, kann aber ihre Bemühungen erschweren, unentdeckt zu bleiben. Kann ich aber mir vorstellen. Aber genau das macht den lautlosen Killer aus. Dankeschön. Die Welt um ihn herum bleibt ahnungslos und unversehrt. Okay. So, nach unten klettern. Bam, ja. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Birdwood und Victoria. Bringen Sie zu mir. Cool. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der cool. Agency und mir. Weh. Was? Bitte. Sind Sie sicher? Es ist kein Prostatakrebs? Ich könnte Sie küssen. Ich meine, das sind tolle Neuigkeiten. Er ist dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen, ja, fürs Erste. Oh nein, kein Prostatakrebs. Nein! Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Ich glaube auch. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung. Ich glaube auch. Oder bleiben Sie unentdeckt. Nee, wir holen uns die Klamotten von dem da. Von dem FBI-Agenten. So, ruhig stellen. So, wo können wir den verstecken? Können wir den überhaupt verstecken? Ja, das werde ich des Öfteren machen hier. Im Laufe unserer Let's Play-Reihe, die Leute ruhig stellen und dann irgendwo verstecken. Wir befinden uns jetzt noch im Erklärbär-Modus, wo es überhaupt keine Auswirkungen gab, wie wir hier vorgehen. Aber sobald wir diese Bude betreten, geht's los. Dann wird das Bewertungssystem eingeschalten. Und dann müssen wir uns an die Regeln halten. Denn wir haben jetzt nicht die Ambition, perfekt zu spielen. Jede Mission Silent Assassin auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, nein. Aber so ein bisschen Mühe wollen wir uns ja geben. Okay, lasst uns reingehen, nachdem wir uns umgezogen haben. Verkleiden mit Tee.
In der Verkleidung als Anwesenwache können Sie sich im Inneren des Anwesens aktivieren. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Ja, das müsste man sich auch mal merken. Und zwar, wir können jetzt nicht mehr wie in Blood Money überall speichern, was schade ist, sondern wir können nur an dafür vorgesehenen Plätzen können wir einen Speicherpunkt setzen. Das macht uns auch ein bisschen schwieriger. Wir können uns jetzt nicht mehr an so gefährlichen Situationen mit Schnellladen, Schnellspeichern vorbeimogeln, auch wenn wir in Blood Money nur 7 Speicherpunkte letztendlich hatten. Aber naja, die Herausforderung nehmen wir gerne an. Auf, gehen wir rein. Gleich wieder zumachen. Muss mich auch erstmal wieder einspielen, wenn ihr gerade maßlos überfordert. Haben wir hier was Spannendes zum Mitnehmen? So hin und wieder so ein kleines Sammelobjektchen gibt es hier ja in dem Spiel. So ein kleines, aber feines Easter Egg. Aber ich glaube noch nicht hier. Oh, wir hätten einfach reingehen können. Da hätten wir hier Klamotten bekommen. Die gleichen, oder? Die gleichen. Dies ist eine Verkleidung als Anwesen Innenwache. Ist das die gleiche hier, die wir tragen? Ja. Aber das Hemd war frischer. Wir haben es schon ein bisschen voll geschwitzt. So, Sicherheitsmaßnahmen deaktivieren. Gute Idee. Sicherheitssystem deaktiviert. Was haben wir hier? Einen Beweis mitnehmen? Im Laufe des Spiels finden Sie Beweise. Entfernen Sie diese, um Wertungspunkte und Instinkt zu erhalten. Okay, auch wenn wir nicht entdeckt worden sind, können wir damit Instinkt wieder aufladen. Was uns durch Wände gucken lässt letztendlich. Also nicht komplett durch Wände gucken lässt, aber uns zumindest die Wachen dahinter zeigen kann. Und wichtige Stellen auf der Karte markiert. Wichtige Objekte durch Wände erscheinen lässt. Und wir können uns halt in den Verkleidungen der jeweiligen Wachen können wir uns, obwohl wir von einer gleichen Wache gesehen werden, trotzdem unentdeckt fortbewegen. Aber das kostet immer Instinkt. Wenn Sie durch diese Tür gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte belohnt. Okay. Sie sehen es links oben. Natürlich bleibt es wie immer Ihnen überlassen, wie Sie Ihren Auftrag erledigen. Viel Glück. Sehr schön, sehr schön. Werden wir machen. Aber erst in der nächsten Folge. Das soll es fürs Intro erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Schöne Grüße aus dem Urlaub übrigens. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich weiß nicht, in welchem Takt wir jetzt das Programm hier fahren. Aber solange ich im Urlaub bin, kann es gut möglich sein, dass nur alle 2 Tagen Folgen kommen. Also nicht sauer sein, falls da erst übermorgen eine neue Folge oder so kommt. Ne? Aber wer weiß. Falls euch das Projekt gefällt, falls ihr das unterstützen wollt, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wieder schaut rein und Leo, bis dann. Ciao.